Das wird wahrscheinlich auch vom Psychologen alles betreut hier, ne? Und der sagt, ich sag dir nachher, was du für ein Typ bist. Erster Gegenstand pur live. Ja, gut. Die Geschichte ist natürlich außergewöhnlich für mich. Das ist dass mein höchster Single-Erfolg meiner kompletten Karriere, und die ist ja jetzt, weiß Gott nicht, seit vorgestern, der höchste Single-Kandidat ein Song von pur ist, wenn sie diesen Tango hört. Das hätte ich in meinem Leben nie gedacht. Hätte wahrscheinlich jedem Vogel gezeigt, der mir das irgendwann mal erzählt hätte. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, also der Song oder der Text hat auch wirklich, also das ist echt ein unglaublich bombengeiler Text, so wie ich auch versuche zu texten, so nah an dem real gefühlten. Und ich wusste, dass wenn ich es runter reduziere auf ganz zerbrechlich, dass ich Hartmut Engler damit mit seiner eigenen Waffen schlagen kann. Hat geklappt. Hat viele Leute bewegt. Und ja gut, habe ich ja zu meinem gemacht. Sambuca, oh. Einige Kopfschmerzen, sowohl nach Konzerten als auch privater Art. Aber wahrscheinlich die lustigste Geschichte, wenn es jetzt hier um meine Karriere und um die Musik geht. Es gab mal in Freiburg, oh, da bin ich jetzt übrigens auch am Wochenende wieder, gab es mal ein Konzert, was wir gespielt haben, zum allerersten Mal Freiburg. Und da standen in etwa, ich guck mal, ob es wichtig ist. Ah, natürlich nicht. Da waren in der Tat noch weniger als überhaupt sonst woanders. Es waren, glaube ich, 30 gezählte Gäste in Freiburg. Und mein Partner, der Matthias, der kam raus und meinte, heute wird's bitter, das musste irgendwie. Und am Ende war es aber eines der lustigsten Konzerte, weil am zweiten Song, wo ich schon gemerkt habe, die Stimmung ist jetzt nicht gerade auf dem Siedepunkt, bin ich einfach mal runter, habe eine Flasche Sambuca bestellt und wir haben alle zusammen erstmal die Flasche getrunken und danach war er immer Bombenstimmung, sowohl im Saal als auch auf der Bühne. Und das haben wir dann nach dem Konzert noch so weitergeführt und dementsprechend immer ganz gut für auch kleine Bands, die mal unterwegs sind, eine Flasche Sambuca. Danach feiern die alles ab, was du machst auf der Bühne. Ein Stiftmäppchen, würde ich sagen. Ich guck mal, was drin ist. Oh, Rasierapparat. Gut, Stiftmäppchen, so. Früher sah das so aus. Rasierer, ja, was soll das denn? Was wollt ihr von mir? Ich rasiere mich jeden Tag nass. Seit November nicht mehr im Gesicht, aber dementsprechend für die Stelle, wo ich es bräuchte, ist der Abstand zu groß, weil da trage ich es dann lieber kürzer. Und es wird der Tag kommen, an dem der Bart auch wieder fällt. Aber die einen oder anderen kennen mich ja auch noch mit längeren Haaren oben rum und ein bisschen kürzerem Bart. Man wird älter, kann ich dazu nur sagen. Und ich muss auch sagen, jemand, der so einen Bartwuchs bekommt, wo es wächst, und ich kenne sehr viele, wo es halt nicht so ist, die sollten das auch wenigstens einmal in ihrem Leben zelebriert haben und geehrt haben, weil es natürlich auch andere gibt, die nie in dieses Glück kommen. Abgesehen davon habe ich jetzt auch ein kleines Kind, was, glaube ich, alles, was mit Bart hat, mit Papa anspricht. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit, als mein Vater sich seinen Schnäuzer abrasiert hat, war es ein Riesendrama, weil ich habe ihn nicht mehr erkannt. Das war ein fremder Mann mit der gleichen Stimme, der etwa so roch. Aber von daher werde ich noch warten müssen, bis ich ihm das Ding hier und vor allem die Verantwortung geben kann, mit scharfen Messern in meinem Gesicht rumzufuchteln, bevor wir dann zusammen das Fell vom Vater scheren. Und dann sehe ich danach auch wieder 20 Jahre jünger aus. Das ist ein Brustkissen. Finde ich gut. Könnte ich mir vorstellen, dass es unglaublich schön ist, wenn man abends im Nightliner liegt und weg von zu Hause. Gut, der Hof ist jetzt schon sehr pink. Geschmackssache, die Größe passt. Ansonsten muss ich sagen, ich bin total Fan von Brüsten. Ich mag Frauen auch unwahrscheinlich gern. Und schön, dass ihr mir nicht das Gegenstück dazugegeben habt. Ja, dann hätte ich jetzt hier wahrscheinlich so einen roten Kopf gekriegt.
Oh. Das ist natürlich ein ganz rares Stück, kann ich mal zeigen. Das ist quasi der Ursprung meiner Solo-Karriere. Als ich angefangen habe mit der ersten Platte, war mir klar, dass ich damit nirgendwo einen Plattenvertrag kriegen werde. Und die einzige Möglichkeit war letztendlich ein eigenes Label zu gründen. Und um dies machen zu können, um diesen Labelcode zu kriegen, muss man eine Platte pressen lassen. Und mit dieser Pressung vom Presswerk, mit dem Stempel drauf, kriegt man einen Labelcode und dann ist man offiziell Plattenfirma. Und da habe ich quasi 500 Stück von gemacht, habe sie handsigniert, und weil mir das alles zu doof war, zu sagen, hier, das kostet jetzt Geld oder was, habe ich eine schöne Aktion gemacht und gerade auf MySpace-Zeiten noch gesagt, ich werde jetzt in meinen Shop laden, ihr müsst mir einen Cent geben, und damit ich weiß, irgendwie das Ding ist irgendwie aus dem Stock raus. Ihr könnt natürlich auch einen Euro geben, ihr könnt auch 2 Euro geben, aber gebt das, was ihr könnt. Jeder, der Bock hat, soll eine haben. Und das ist die Geburtsstunde meiner Karriere, meiner Plattenfirma gewesen. Und am Ende hatte ich, glaube ich, einen Schnitt von 17 Euro. Was mehr ist, als die Ärzte an ihrer Platte jemals auf Vinyl irgendwie für eine 7-Inch gekriegt haben. Und das war auch so der Beweis, wenn man, glaube ich, was macht mit Herz und die Leute auch wissen, das ist jetzt der Tante-Emma-Laden, den beklaut man nicht so wie einen großen Rewe oder Edeka, dass man auch sieht, wenn man den Leuten was Gutes in die Hand gibt, dass sie das zu schätzen wissen und einen da nicht im Regen stehen lassen, sondern am Ende haben teilweise Leute einen Cent gegeben, die sagten, sorry, aber dafür komme ich aufs Konzert, hole eine Karte oder ein T-Shirt, wenn ich wieder Kohle habe. Und andere haben dafür 50 bis 80, 90 Euro gegeben, wo ich gedacht habe, so wow, so geil sind meine Leute da draußen. Tierisch.